Willkommen zurück zu Dragon Age Origins. Wir haben jetzt eine Weile nicht gespielt Genau. und müssen uns jetzt wieder einfinden. Wir waren dabei, die Prüfung zu machen oder die Vorbereitungen für die Prüfung, dass wir ein grauer Wächter werden können. Genau, und deswegen wurden wir beauftragt, in die Wildnis zu gehen. Und Genau. da gehen wir jetzt auch hin. Grüße. Ich wurde informiert, dass in der Wildnis Aufgaben auf euch alle warten. Das Tor steht euch offen, aber seid vorsichtig da draußen. Selbst ein grauer Wächter ist heute Nacht im Wald nicht sicher. Das ist ja eine tolle Prophezeiung. Ja. Hört sich gut an. Genau, so. Angenehm und ruhig. Wird Wir bestimmt nichts passieren. sind in der Kaukari-Wildnis. Und da waren Eichhörnchen. Ja? Ach, jetzt habe ich schon wieder nicht geguckt. Du guckst nie. Ja, wir nehmen das ja jetzt schon zum zweiten Mal auf, leider bis zu dieser Stelle. Also bis nach der Stelle. Weil das letzte Mal der Ton nicht toll war. Der war blöd. Und dann mussten wir das neu aufnehmen. Das Mikro war zu weit weg und zu laut das Rauschen. So, als erstes, wenn wir in die Wildnis kommen, werden wir gleich von Wölfen angefallen. Das heißt, wir machen uns mal ein paar pelzige Freunde Genau. platt und holen uns ein bisschen Fell, was wir später verkaufen können in der Stadt. So. Und schön von hinten, wie immer. Genau, von hinten, weil man da ja merkt, Treffer macht. So, und die Wolfsfälle nehmen wir natürlich auch mit. Alles schön einsammeln. Genau, alles schön mitnehmen. Ach, ich hoffe mal, dass wir nie einen Content-Trepper für die Murkel Reizend. kriegen. Sonst müssen wir die ausstellen. Oh Gott. Ich hasse Content-Trepper. Ja. Ich musste bei Sims ja schon die Musik jetzt ausstellen. Tab war deine geheime Gucktaste, oder? So, die Elfenwurz nehmen wir mit. Genau, dann gibt es halt noch eine kleine Misch. Naja. Ja, Mission, wir kennen das ja schon. Quest. Quest, genau. Da sieht man das schon. Missionar Jogbi. Wie ihr wünscht. Oder Jogbai. Ich Hier entwickle rüber. schon wieder eine Erkältung, deswegen bin ich mir nämlich so am Räuspern. Wer ist da? Graue Wächter? Er ist nicht halb so tot, wie er aussieht, oder? Mein Spähtrupp wurde von der dunklen Brut angegriffen. Sie kamen aus dem Boden. Bitte helft mir! Ich muss zurück ins Lager! Wir sollten zumindest versuchen, seine Wunden zu verbinden. In meinem Gepäck sind Verbände. Vielen Dank. Oh. Ich muss hier weg. Habt ihr das gehört? Die dunkle Brut hat einen ganzen Trupp erfahrener Männer ausgelöscht. Beruhigt euch, Sir Jory. Wenn wir vorsichtig sind, geschieht uns nichts. Diese Soldaten waren auch vorsichtig und doch wurden sie überwältigt. Wie viele der dunklen Brut können wir vier erledigen? Ein Dutzend? Hundert? Dann gibt es in diesen Wäldern immer noch eine ganze Armee. Ja, es gibt hier dunkle Brut. Aber es besteht keine Gefahr, dass wir auf die Hauptstreitmacht der Horde stoßen. Woher wollt ihr das wissen? Ich bin kein Feigling, aber das hier ist töricht und unverantwortlich. Wir sollten zurückkehren. Es ist Teil unserer Prüfung, diese Gefahren zu überstehen. Das ist wahr. Ihr müsst eins wissen. Alle grauen Wächter besitzen die Fähigkeit, die dunkle Brut zu spüren. Was auch immer sie planen, sie werden uns nicht überraschen können. Deshalb bin ich hier. Seht ihr, Sir Ritter? Es kann sein, dass wir sterben, aber zumindest wissen wir es vorher. Soll mich das etwa beruhigen? Das soll allerdings nicht heißen, dass ich hier bin, um es euch einfach zu machen. Deshalb sollten wir uns auch wieder auf den Weg machen. So. Was ist mit dem Brief? Wollen wir den nicht mal lesen? Guck mal eben.
Du hast in der Nähe des Eingangs zur Kokari-Wildnis einen Leichnam gefunden. Er hatte einen Brief bei sich, in dem ein Weg durch die Wildnis beschrieben wird, der dem Verstorbenen zu einem Treffpunkt mit seinem Vater führen sollte. Genauere Informationen findest du in dem Aufzeichnung einem Brief an Jobi oder so. Oh Gott, wie lang ist der? Du wolltest ihn lesen. Ach Gott. Mein lieber Sohn, es erfüllt mich mit Freude, dass du in meine Fußstapfen treten und das Wort des Erbauers zu denen bringen willst, die nicht erleuchtet sind. Allerdings hättest du dir dafür einen ungefährlicheren Ort aussuchen können. Verzeih, dass ich bereits in die Wildnis aufgebrochen bin, Sohn, aber ich wollte schon mal ein Lager aufschlagen und mit der Arbeit beginnen. Die Shazind haben Respekt vor jedem, der sich in die Wildnis behaupten kann. Und ich will vor deiner Ankunft eine Abmachung mit einem dortigen Stamm treffen, damit wir ein paar Freunde haben. Du wirst feststellen, dass es schwierig ist, sich in der Wildnis zu orientieren. Ich hatte unten ein paar Punkte aufgelistet, denen du folgen solltest. So gelangst du dann zu einem Ort, an dem ich Vorräte für dich hinterlassen habe. Wenn du dich verirrst, geh dorthin zurück. Ich finde dich dann schon. Hier nun die Orientierungspunkte, beginnend am Eingang zur Wildnis bei Ostagar. Such einen Baum, der an der Rune eines Gebäudes lehnt. Geh unter einen umgestürzten Baum, Brücke hindurch. Geh an einem versunkenen Turm zur Rechten vorbei. Halte Ausschau nach der Ruine eines hohen Rundbogens und einem moosbewachsenen Stein. Geh einen Weg aus Wurzeln und Steinen entlang. Suche nach zwei großen Statuen, zwischen denen eine Truhe steht. Dort ist unser Treffpunkt. Ich liebe dich, Jogby, mein Sohn, und hoffe auf ein baldiges Wiedersehen. Dein Vater, Rigby. Ja, du wolltest das vorlesen. Ist ja okay. So schlimm bin ich ja nicht dran. Ich habe heute auch die Minecraft-Nachsynchronisation gemacht und jetzt habe ich das Viech auch gesehen. Das war aber ein weiß, ein gelb, weiß-braunes Eichhörnchen? Ja, braune. Diese Blume, weiß und in der Mitte rot. Der Hundepfleger in Ostagar hat nach so einer gefragt. Was will er denn damit? Hast du eine Ahnung? Der Hundepfleger meinte, dass diese Blume den Hunden helfen kann, die krank geworden sind, nachdem sie die dunkle Brut gebissen haben. Auf jeden Fall hat er jedem eine Belohnung versprochen, der in die Wildnis geht und ihm eine bringt. Ich will nur, dass du darüber nachdenkst. Das ist alles. Gut, dann nehmen wir die mal mit. Ja klar, wenn da eine Belohnung winkt, warum auch nicht. Da vorne sieht man schon... Ja, da sieht man schon die Gegner. Die haben Deckung 150%. Und nicht zu übersehen. Nicht zu übersehen, genau. Gehen wir mal tapfer voran. Genau. Ihr müsst wissen, dass die Kämpfe nicht immer so einfach ausgehen. Und können die nicht mal leiser brüllen? Boah, sind die lauter als das Gespräch eben. Ja. Alter Verwalter. Du kennst es doch, die Kämpfe. Ich weiß nicht, wie wir die abmischen sollen. Bisher haben sie aber ganz gut geschafft. Unterhaltung leider ein bisschen leiser, aber... Naja, es gibt schlimmer. Leiser stellen, das ist ja unaushaltbar. Nur die Stimmen im Kampf sind mit denen in normalem Spiel gekoppelt, ne? In der Lautstärke. Das heißt, man kann die nicht unterschiedlich einstellen. Boah, Verwalter, mein Gott. Da freut man sich über jede Leiche. Ja, genau, weil dann wird's ruhiger. Wie leise es auf einmal ist. Ja, so ruhig. Genau so wird es geschehen. So, dann sagen wir mal die Leichen ein. So, da hinten ist noch was. Aber selbstverständlich. Dann haben wir auch eine Pflanze gesehen. Wie war das nochmal? In welchem... Wo haben wir im zweiten Teil oder wann hast du den Charakter gewechselt? Ich weiß gar nicht mehr. Wie meinst du das? Haben wir generell einfach neu angefangen gehabt? Neu angefangen. Ja, wir haben es zweimal aufgenommen oder so. Ich bin total verwirrt davon. Wie ihr wünscht. Und wir hatten halt auch die Stimme gewechselt, weil die uns dann doch nicht so gefallen hat. Und die Audioqualität halt voll daneben war. So, und an der Stelle sind wir bei der letzten Aufnahme zweimal gestorben. Ungefähr. Deswegen drückt uns diesmal die Daumen, dass es diesmal funktioniert. Da sind nämlich ziemlich viele. Und der Chris wird sich die jetzt da einzeln rausziehen. Nicht? Ach, und die richtigen voran. Okay, nur die richtigen voran, okay. Den Tank also voran. Und ja? Ich, schwache Tuse, lauf hinterher.
mein lieber Alistair. Oh. Einfach schön auf dein Leben achten, damit das schon funktioniert. Genau. Und wir schlagen dich in den Rücken. Ich glaube, der kann gleich schon den ersten Heiltrank schlucken. Ach, so langsam. Ja, so wir langsam. Wir haben ja einen Schwachen. Ein Schwacher. Ja, der bringt uns auch so ganz klein ein bisschen. Ist schon fast wieder weg. Kein Instant-Tränke schlucken. Er sollte wieder eintrinken. So, dann soll er wieder eintrinken. So, das war ja ganz gut. Aha, okay, das ist ein Bogenschütze. Was war denn das für ein Rums? Ich soll auch einen treffen. So. Ah, da ist noch einer. Der Final Countdown. Wie ihr wünscht. Was für eine Sauerei. Genau, so eine Sauerei. Und hier haben wir jetzt ganz viele Leichen, denen wir Lithiumtränke, Säurefläschchen. Alles Mögliche nehmen. Abnehmen können. Reizend. Und es ist wieder so cool, dass sie jetzt instant zu Staub zerfallen. Das habe ich bestimmt auch schon in den letzten Parts erzählt. hier waren also auch irgendwie eine Truhe mit ein paar Sachen drin. Zeichen der Chazint. Ah, okay. Also es war schon der erste Treffpunkt. Ich weiß jetzt die Sachen Nein. nicht mehr. Nicht? Das war was anderes. Ah, okay. Was anderes. Ein geheimes Lager oder was? Genau. Okay, da sind halt dann diese Symbole aber. Aber der Vater hat ja gesagt, die Chazint, die haben sich so Markierungen gemacht. Aber da, wo wir über ihn hin müssen, ist woanders. Okay. Ist das eigentlich Erfahrung oder irgendwas, diese Dinger anzuklicken? Nö. Gar nichts. Nur, dass du am Ende den Loot bekommst. Ach so, okay. Ja, dann. Immerhin bringt es ja doch was. Mhm. Und da hinten, da sehe ich schon was Rotes. Die Ausläufer der dunklen Genauso Blut. Wird es geschehen. Schieß noch mal ein bisschen mit dem Bogen. Ich verstehe. Ja, obwohl ich Bogen ja nicht so mag, aber der so aus der Entfernung die so ein bisschen anzukratzen, ist ja nicht schlecht. Die schießen auch unheimlich daneben. Wie ihr wünscht. Ja, dann machen das, oder? Ja. Fangen wir schon an, Blümchen pflücken. Ja, Blümchen pflücken und Eichhörnchen beim Laufen zu gucken. Genau. So lange kämpfen die anderen sich dann da schwer durch die Gegend. Und das ist für uns leiser. Ja, stimmt. Das auch noch. Aber das kannst du ja nicht immer so machen. Das ist ein bisschen feige. Da meinst du Ladies. Das ist Lady-Style. Ja, Lady-Style. Mhm. Da ist noch was. Genau so wird es geschehen. Schengif, mein Gott, was sind die alles dabei, ey? So, ich würde mal sagen, dass man so schlank ist, mal auf die Waffen machen. Ja, das funktioniert. Und was bringt das dann? Mehr Schaden. Mehr Schaden. Also Giftschaden dann. Genau. Wie lange? Ein bisschen. Ist hier nicht auch so ein Zeichen der Chazint? Ja, und dann sieht man, wie lange das gibt. Ach so. Anhält. Ja, dann gehen wir weiter mit die Viecher aus dem Boden kriechen. Ach so, da. Okay. Die sind dumm, die kündigen sich schon ewig vorher. Und jetzt sieht man zwischendurch noch ein grünes. Das ist dann die Gift. Okay. Weil meine Schatten immer schon guckt. Ah! Mhm. Wunderbar. Wie ihr wünscht. Ja, in Ordnung. Und hier ist wieder ein Wegpunkt. Und der Vater hat ja erzählt von zwei Statuen. Vielleicht haben schon ein paar Leute die gesehen. Die zwei Statuen. Ah, da rechts. Mhm. Aber du hast noch nicht alle Wegzeichen der Chazint, oder? Hier ist noch einer. Den habe ich jetzt gerade vergessen. Gibt's noch mehr? Ja, natürlich, aber das ist auch reizend auf dem Weg auch nach hinten. Und also müssen wir erstmal einmal komplett rumlaufen, bevor wir die Sachen... Genau. So, dann tun wir ein bisschen Ach Schatz, du wolltest doch die Zahl woanders hin tun. Weil unsere Frapsal ist oben links. Du musst mal auf Plus drücken, dann geht die woanders hin. Genau. Weil dann sehen wir nicht, wie viele Lebenspunkte wir haben und dann fallen wir einfach mal so um. Genau. Was sollen wir denn Neues lernen? Sollen wir bessere Gifte lernen oder möchtest du irgendwas anderes? Besseres Überleben ist doch gut. Dann kann man mehr die Viecher sehen, oder?
Ja, aber ich sag mal, jetzt bringt er den Motto jetzt eh noch, weil es über die Gegner sind. Ja, was willst du dann machen? Dann machen wir besser Gift, dann kommen wir auch so Warum fragst schlank. du mich denn überhaupt, du? Einfach so. Ach so. Also da jetzt, da. Was machen wir da jetzt? Weiß nicht, was willst du denn Ja, was mit den zwei Waffen, oder? So eine neue Angriffstechnik. lernen? Oder Schlösser knacken? Wir können auch Schlösser knacken. Sollen wir Schlösser knacken? Ja, das ist ja auch hilfreich, da kommt man ja mehr Sachen dran. Und da ist das nächste Wolfsrudel. Die haben irgendwie nur gewartet, dass wir in den Wald kommen, hat man das Gefühl, um uns zu zerfleischen. So sieht's aus. Und Alistair direkt voran. Ja, genau, der tankt immer voran. Das ist so richtig so. Haben wir gerade alle Wölfe erwischt? Ja. Ja. Cool. Oh, da beißt es an einen Hupfen. Schatz, 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 ich brauche was zu trinken. Das war knapp. Da sagen wir, das eine Essen, Essen, trinken, 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 Schatz! Geht doch. Ja, sicher. Wenn der sich nicht auf einmal umdreht. Der Alpha-Wolf, einmal zu weiß wie die Matte. Absolut großartig! Die Alice immer rumschreit. Ja, die schreien alle immer rum. Aber naja, im Kampf würde glaube ich jeder rumschreien. Ja, klar. Wir gucken momentan Andromeda. Und da ist auch eine, die Trance. Die hat. Hier ist die Truhe mit dem Brief. Ach so, das geht schon. Ich dachte, man muss alle anklicken. Nicht? Ach so. Das ist ja auch was anderes. Also, ja. Habe ich dir gerade schon gesagt. Verwirrst mich irgendwie. Auf jeden Fall bei Andromeda ist da auch eine, die lernt dann von dem anderen zu kämpfen und die hat dann auch einen coolen Kampfschrei. Die sagt nämlich Hi-ha! Solange das hier keiner macht, das erinnert irgendwie so an Dragon Ball. So, wir stehen in dem Kampf und dann. Dun, 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 Super Saiyajin! Mein Freund grinst schon wieder. Was hat man gesehen? Es gab neue Schüchlein Ah, für Alistair. okay, neue Schuhe. Und möchtest du jetzt auch den Brief vorlesen? Ja, Oder eigentlich willst du schon. es. Eigentlich wolltest du es ja in einer Special-Folge machen. Ja, aber noch nicht jeden Brief. Das macht das dann gar keinen Sinn mehr. Also so Briefe, die zu irgendwas gehören, die kann man ja nicht vorlesen. Nur diese Kodex-Einträge, die werden wir dann in einer Special-Folge mal machen. Wenn ich mal Lust habe, Bücherregal zu spielen und total viel vorzulesen. Ja. Abschiedsbrief an Jokbi. Questbezogene Sachen sind das. 30 Dinger nur, dann ist ja gut. Mein lieber Sohn Jokbi, ich fürchte, dass wir meinen letzten Brief an dich seien. Ich hatte Schwierigkeiten, die Shazin zu finden, um ihnen das Wort des Erbauers zu bringen. Ich fand nur Beweise ihres Aufbruchs. Sie scheinen die Gegend in großer Eile verlassen zu haben, vermutlich auf der Flucht vor der sogenannten dunklen Brut, die sich angeblich in der Wildnis in wachsender Zahl sammelt. Ich habe dir eine Waffe zurückgelassen und alles andere, was ich entbehren kann, mein Sohn. Ich werde nach dir suchen, sobald ich einen sicheren Platz gefunden habe. Hoffentlich bleibst du unversehrt. Mit etwas Glück treffen wir uns wieder. Wenn du deine Mutter siehst, dann sag ihr, dass ich sie liebe und kümmere dich um deine Familie. Dein dich liebender Vater Rigby. Ja, guck, wie lang das ist. Das geht doch. Das sind jetzt die Barbaren, die Zeichen, wo wir die ganze Zeit finden. Ja, aber die Alles. sehen wir gar nicht. Oder doch, sehen wir die noch? Die Shazind? Ist der eine kein Shazind? Nee, das ist was anderes, ne? Okay, die Barbaren der Shazind sind durchaus klug. Sie haben auf den Pfaden der Wildnis mit Steinen geheime Zeichen und Markierungen angelegt. Damit kennzeichnen sie Wege und interessante Orte und geben Warnungen, die nur ihre Stämme zu deuten wissen. Für das ungeschulte Auge sind die von gewöhnlichen Steinhaufen nicht zu unterscheiden. Ich habe meine Zeit der Entzifferung dieser Zeichen gewidmet und glaube, dass ich kurz vor dem Durchbruch stehe. Die Wegmarkierungen deuten auf eine Horde oder auch nur einen Ort hin, an dem die Chasind eine geheime Lagerstätte eingerichtet haben. Schatz, kannst du bitte den Bildschirm mal ranziehen? Ich kann das nicht lesen. In solchen Augenblicken. Nein, ich brauche Da deine kriegst du Brille meine nicht. Nein, Brille. das ist mir viel zu klein. Das ist, weil wir ja die Auflösung runterstellen, ist das alles auch ein bisschen kleiner und wir haben ja keinen Full-HD-Bildschirm. Das heißt,
Das ist sehr klein. Ich habe allerdings nur einen Teil der Nachricht gefunden. Wäre sie vollständig, könnte ich das Lager ausfindig machen und herausfinden, was für einen Schatz die Chasind verstecken. Ein solches Zeichen ist auch in der Nähe dieses Lagers unter einem umgestürzten Baum, der an einer Ruine gelehnt ist. Jedes Zeichen scheint auf ein oder zwei weitere hinzudeuten. Es heißt, eine Horde der dunklen Brut würde sich nähern. Hoffentlich finde ich den Schatz, bevor es zu spät ist. Auszug aus Rigbys Tagebuch. Ja, ja, Schnitzeljagd. Ja, ja, Schnitzel gab's dann auch, ne? Menschenschnitzel. Wie ihr wünscht. So, und jetzt beeilen wir uns, dass wir was vom Braten abbekommen. Ach, die zerflächen sich da gegenseitig. Mhm, ich will wenigstens etwas EP. Leider ist schon ein voll. Ja. Der Bogenschütze liegt da auf dem Boden. Und wir schlagen auf sie ein. Was hat er gesagt? Wir werden unsere Ziele finden. Okay. Ja, es sind ja auch nur drei. Mein Gott, die brüllen so, als ob es die Endschlacht wäre. Ja. Aber die Endschlacht ist doch ganz schön episch damals, oder? Weil eher, dass wir die Endschlacht gespielt haben und das war auch nur einmal, ne? Ja. Ich muss mal da noch aufpassen, dass ich irgendwie nicht spoiler oder so, deswegen bin ich ein bisschen ruhiger. Aber bald, wenn wir dann die Prüfung hinter uns, das hat sich wie Furzen angehört, wenn wir die Prüfung hinter uns haben, dann... Für dich hört sich alles an wie Furzen. Ja, dann kann ich wieder ein bisschen freier reden. So, was haben wir denn da? Okay. Schön was zum Verkaufen. Ja, so ein paar Kleinigkeiten. Ja, in Ordnung. Reizend. Jetzt kommst du schon wieder von oben. Ich glaube, dann hört man das doch nicht, oder? Das mal hier. Doch, jetzt. Verstehen. Schön. Okay, er sagt dann nur sie mal hier. Wegen dem Zeichen. Ach so, wegen dem Zeichen. Weil da baumelt was nicht so Nettes. Seht nur, arme Kerle. Das geht wirklich zu weit. Okay. Nicht sehr angenehm. Die wollen ein wenig abhängen. Ja, wie war das noch an dem Camp? Das hatten wir doch jetzt schon, oder? Die dunkle Brut soll angeblich Leute verschleppen und fressen. Das wird später nochmal aufgegriffen, sehr viel später. Sehr eklig. Ich habe zwar gerade in einem Minecraft-Let's Play erzählt, dass das Dragon Age nicht so widerlich ist wie Duke Nukem, aber ich glaube, da in der Richtung, bei dem Part, könnte es mithalten. Weil das ja, sehr ultra eklig ist, aber das dauert noch ewig, bis wir da hinkommen. Hier ist Papa. Oh nein. Letzter Wille und Testament. Testament. An den, der auch immer dieses Zeichen findet. Das ist der letzte Wille und das Testament des Missionars Rigby, stolzer Verkündeter des Wortes Erbauers. Ich bin in die Wildnis gekommen, um den Gesang zu predigen, aber ich fürchte, ich werde hier durch die Hand der dunklen Brut sterben. All meine Habseligkeiten vermache ich meiner Gemahlin Jeta. Sollte der Finder dieses Zeichen mildtätig sein, so kann er eine verschlossene Geldkassette vergraben in unserem Lager finden, das in einer Tevinter-Truhe am westlichen Rand der Wildnis aufgeschlagen ist. Sie soll meiner Frau in Redcliffe überbracht und zwar immer noch versiegelt. Ich entschuldige mich bei meiner Frau und meinem Sohn dafür, dass meine Arbeit mich ihnen wegnimmt, aber zumindest weiß ich, dass ich im Dienste des Erbauers mein Leben aushauche. Zeit genug, dann Testament zu schreiben, hatte er ja irgendwie, ne? Schatz, das ist das Gleiche. Da steht, dass ich das der Frau bringen soll. Ja. Das muss ich ja nicht zweimal lesen. Entschuldigung. So. Dann forsten wir weiter die Kokari-Wildnis, so wie die das immer nennen. Ich finde das mal voll cool, wie die das aussprechen.
Ich kann das gar nicht so toll, wie die das machen. Und ein Autospeicherpunkt. Und wieder hängende Leichen. Und auf die Entfernung sehen wir ihn schon. Oh, oh, oh. Autsch. Giftpfeile. Ein Zauberer. Ah! Schatz, 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 Schatz! Oh nein! Das war zu spät. Das war zu spät und so schnell kann's gehen. Ich sag mal so, die Magier sind ja eh die Schlimmsten. Die sind die Allerschlimmsten, die Magier. Das wurde ja schon früher gesagt, dass die so mächtig sind. Und ja, die sind wirklich sehr mächtig. Das haben wir ja, glaube ich, im Lager erfahren, oder? Als wir uns mit denen unterhalten haben, warum die besänftigt werden. Weil die halt so gefährlich sind. So, zum Glück werden unsere Freunde uns dann gleich irgendwann mal wiederbeleben. Wenn sie dann überleben. Der eine kriegt da Schüsse ab und fällt gleich um. Ja. Und man sieht so aus, als würde der Schuss abbekommen. Der hat schon einen im Arsch stecken und einen in der Schulter. Und auch noch wie tief drinne. Ja, wie tief. Wo haben wir denn da? Der darf auch mal was trinken. Ja, dann geht's weiter, ne? Alistair, klopp rein. Der Joke-B ist gleich schon wieder hin. Stopp, stopp. Und tschüss. Die beiden schaffen wir. Ist er auch Schurke? Ja, ne? Ja. Eigentlich sollte er Bogenschütze sein, aber der ist eh etwas seltsam. Okay. Gebete haben das, glaube ich, nicht. Weil er schießt schon wieder einer. Schatz, heilen. Er ist da. Man hört, er schreit herum. Ich bin wirklich verletzt. Ich habe einen Pfeil im Popo. So. Okay, endlich. Erledigt. Dann stehen wir jetzt hoffentlich auch wieder auf. Und latschen nicht in die Falle da rein. So, holen wir es mal uns ab. Ja. Wer sieht man? Jetzt hat man hier auf jeden Fall eine Verletzung. Und die kann man mit... Wo haben wir denn unsere schönen Tränklein? Hier, mit denen hier kann man die wegmachen wieder. Mit den Verletzungsausrüstungen. Genau. Da sieht man, Verschwundibus. Verschwundibus. Und hier sind Fallen. Lieber vorsichtig sein. Die kann man entschärfen und kriegt dafür Erfahrungspunkte. Seht ihr das da? Das ist eine Falle. Ne, die sind immer noch so blöd und treten teilweise rein. Ne, wenn du sie entdeckt hast, nicht. Nicht? So, sind wir wieder alle zusammen. Ja, da muss man halt nah genug rankommen, damit die wieder aufstehen. Da ist noch ein Soldat und die Fallen, den schaffst du auch noch, oder? Mhm. Oh, ich höre schon wieder Wölfe im Hintergrund. Ja, das gibt schöne Erfahrungspunkte. Aber irgendwie kann man nicht alle. Ja, das eine spinnt. Das war letztes Mal auch schon so. Gratis EP, wenn wir gerade schon nicht mitgekämpft haben. Ja, ja, genau. Wenn wir eben schon da auf der Bank standen, dann... Hm, auf der Bank lagen eher. Ja, es geht nicht. Nee, kriegt man nicht. So. Jetzt sind wir auch wieder fit und jetzt geht's gleich in den nächsten Kampf, weil das kennen wir halt noch auswendig hier, wo die Gegner kommen. Weil wir ja, wie gesagt, schon mal so weit gespielt haben. Da ist ein Schurke, die kann sich ja unsichtbar machen. Das können wir noch nicht, oder? Wenn wir es lernen würden, könnten wir es auch. Ach so, okay. Ja. Werden wir mit der Zeit noch lernen, Unsichtbarkeit. So. Genau so wird es geschehen. Jiba. So, jetzt müssen wir kurz nochmal zurück und müssen den einen Wegpunkt holen. Ach so, da war noch einer. Guck. Wenn man Blut ausstellt, dann spritzt das auch nicht mehr so, oder? Aber das erlaubst du mir nicht, oder? Dass ich das ganze Gesiffe ausstellen darf. Seht ihr, Leute, er macht das AFK ab 18 hier. Ich würde das nicht so machen. Aber da rechts war noch was, Schatz. Also.